Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Railroad. Heute sind wir in Halle, Saale Hauptbahnhof. Schauen wir mal, was der Ersteller so geschrieben hat. Dies ist eine Version des Hauptbahnhofs Halle an der Saale, wie er ungefähr im Streckenspiegel für Fahrdienstleiter und Disponenten angezeigt wird. Der Fahrplan basiert auf einem Originalfahrplan für einen Werktag in der Woche. Aufgrund von Bauarbeiten konnte ich nicht alle typischen Linien in ihrem Verlauf darstellen. Zum Beispiel eine DS3 normalerweise nicht in Halle, sondern fährt weiter in Richtung Halle-Niedleben. Ihr spielt in der Zeit von 7:45 bis ca. 12:30 Uhr. Wir werden es nicht machen, also die knapp 5 Stunden da. Wir werden es nur anzocken. Falls Bedarf besteht, kann auch eine längere Version erstellen. Den Güterbahnhof habe ich bewusst weggelassen, da im Realen schon für den Personenbahnhof 2 Fahrdienstleiter verantwortlich sind. Achso, und ich soll das jetzt alleine machen? Ja, das kann ja nur schief gehen. Okay, Halle West, Westseite, Ost, Ost. Okay, da kommt auch schon was. Zöllinger Gruppe. Sind das Abstellgruppen? Magdeburger Gruppe. Oder das sind Abstellgruppen. Wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare. Du möchtest Halle Westseite 1 bis 7. Das ist da oben auf die 4. Alles klar. Und da steht am Moment. Was haben wir denn hier alles? Leipzig, Dieskau, Thüringer Bahn, Kasseler Bahn, Kasseler Gruppe, eben der Hauptbahnhof an sich. DFT Halle, Steinort, Brücke, Werkstatt, Betriebsbahnhof, Magdeburg, Bitterfeld, Peißen, Trotha. Alles klar. Ich würde sagen, wir können da mal ein bisschen vorspulen. Minuten steht er da und fährt dann darüber. Okay. Gott sei Dank gibt es sowas wie Vorspulen hier. Kasseler Bahn. Müsst du hin? West 3A. Westgleis 4. Du wirst vermutlich immer so fahren. 4, ne? Ja. 4, 5 auf. Und fährt dann wieder zurück, weil er hergekommen ist. Ja, dann sage ich dir schon mal, wenn denn. Neues. Vorspulen. Komm auch recht lange. Oh, Intercity. Von Leipzig will Ostseite Gleis 2. Ostseite Gleis 2. Warte mal kontrollieren. Ja. Bleibt dann 6 Minuten da stehen und fährt nach Magdeburg. Kann ich dir, glaube ich, eigentlich schon mal geben, oder? Bitteschön. Weiter geht's. So, da haben wir die S3. BFD Halle Steintorbrücke auf Gleis 1. Westseite Gleis 1. Okidoki. Hier gebe ich schon mal die Auswahl in die Richtung. Du bist da oben dann auf Gleis 2. Dann hätte ich das auch vorbereitet. Das machen zwei Fahrdienstleiter. Einer oben, einer unten, oder wie läuft es hier? Eine neue Gruppe. Das ist sehr einfallsreich. Ostseite Gleis 5. Aber B. Okay. Du fährst dann weiter nach Magdeburg.
So, ICE ist dann auch gerade am Wegdüsen. So, du bist die Westseite Gleis 3. Ach, der fährt durch einen Tunnel oder sowas. Westseite 1 bis 7. Dankeschön. Fährt dann Magdeburger Gruppe. Ah, der fährt dann da rein. In diese Abstellung. Also ich vermute, dass das die Abstellung ist. Kannst du schon mal wenden, wenn du angekommen bist. Noch einer. Oh, jetzt wird's kuschelig hier. Du möchtest gern Westseite Gleis 5. Alles Klärchen. Und fort nach Bitterfeld weiter. Das ist... Wo ist das? Hä? Bin ich jetzt doof? Ach, du fährst... Ah, du fährst zurück. Okay. Dann bei dir auch schon mal wenden. Du, Kollege, Kasseler Gruppe fährst du. Oh, das, glaube ich, kann ich dir ja gerade schon mal geben. Oder du bist das... Der erste, da. Ne, da kommt was raus. Die S3. Moment. Doch, na, das ist schon die. Alles gut. Er fährt dann Trotha Gleis 2. Schauen wir mal ganz kurz hier Gleis 2. Oh, da kommt ein Zug raus und dann kommt er erst rein. Und zwar eh jetzt gleich jeden Moment. Da ist er. Ostseite Gleis 4. Das ist da, wo der Kollege gerade steht. Okay, da warten wir kurz einen Moment. Er hat die Ausfahrt 11 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten. Die stehen alle so lang. Wie lange stehst du hier noch? 7 Minuten nach Magdeburg. Okay. Junge, du fährst dann hier so entlang. Du bist eh der nächste Planmäßige. Ja, Kollege, geht nicht. Ostseite Gleis 4. So, da. Warte mal. Nein! Shit. Der hätte da so runterfahren müssen. Ah, so ein Shit. Müsste ich jetzt da irgendwie runterleiten. Irgendwie, so, hä, warum konnte ich jetzt nicht? Puh, ich muss dich da mal schnell in die neue Gruppe da reinschicken. Düngergruppe Ost, Gleis 1. Scheiße, 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 der macht jetzt eine extra Tour. Westseite 1 bis 7. Gleis 6. Wir kommen jetzt bloß nicht auf die Idee, dass du bei Gleis 7 jetzt hier stehen bleibst. Ah, oh, shit, ich muss dem irgendwie ausfahren. Ah, scheiße. Ah, nachdem du Gleis... Ja doch, auf Gleis 4 kriege ich dich irgendwie hin. Was, du fährst mal in die Richtung und dann bleibst du hinter dem Signal da mal stehen. Ja, yeah, geil. Keine 10 Minuten und ich hab's schon verkackt. Du fährst auf Gleis 2. Ja, yeah, genau, die nächsten. Ich möchte gerne auf Gleis 2.
Oh, nachdem du ja eh so ewig da stehst, nehme ich dir das zurück. Bitteschön, Gleis 2. Doppel kontrollieren, Westseite Gleis 2, ja. Ja, geil. Oh, was ich da die Fahrgäste wohl denken. Und der was zur Thüringer Bahn 1. Scheiße. Doppelfail. Der hätte auf Gleis 5 müssen. Anhalten und wenden. Ah, das ist so. So, anhalten und wenden. Ich muss jetzt erstmal hier auf Gleis 4. Alter, ich ruiniere den Bahnhof hier. Magdeburg in 4 Minuten. Machen wir gleich. Am Signal, bitte halt aber nicht im Gleis. Also wär's nicht als halt so. Da war ich ganz froh. Yes, er will schon aufs Richtige. Okay, 4 Minuten, 8 Minuten, 3 Minuten, alles okay. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Was du fährst mal so. Der möchte Ostseite, Gleis 6. Einmal ganz nach unten. Du darfst wenden, wenn du ankommst. Holy shit. So, du musst es auf Gleis 5. Wirst dann gleich hier mal anhalten. Jetzt anhalten und wenden. So, Gleis 5 für dich. Verspätung, I know. Wobei, du hast ja eh so eine mega Standzeit. Ich meine, jetzt hast du den Bahnhof 6 dazu gemacht. 2 Minuten, 1 Minute Magdeburg, Gruppe 1. Und dann fährst du aus. Okay, ich glaube, soweit alles wieder unter Kontrolle. Ja, I know. War auch 22 Minuten, ne? Sag mal. Halle Ost 10a. Wird dann Thüringer Bahn. Okay. Wenden. Das ist hier oben. Geil. Verspätung. Ja, perfekto. Der fährt noch Bitterfeld 2. Ah ja, stimmt ja. Das war der, was von da hinten gekommen ist. Ausfahrt steht. 13 Minuten. Dieskau, wo ist das? Ach, da unten. Das heißt, wenden. Ja, das einfach so, ne? Ja. Und anschließend eher Thüringer Bahn auf die 1. Okay, die wichtigsten Züge habe ich jetzt mal. Wo willst du hin? Westseite, Gleis 4. Okay, warte mal, welches Gleis 4? 1 bis, das war das hier. Okay.
Und aus der Gruppe haben wir gerade die nächste Ausfahrt. Da wäre Westseite. Also da oben. 1 bis 7. Da hinten. Irgendwas. Ach, der hat eine Durchfahrt. Der will nach Halle Betriebsbahnhof. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ja, komm. Wo ist der Betriebsbahnhof? Ach, da. Ah, keine Ahnung. Fährst du mal auf Gleis 1? Ne, 7. Fährst dann so und dann da rein. Noch einer. Wo bist du hin? Westseite 1 bis 7, Gleis 1. Ja, da muss ich kurz gedulden. So, machen wir das so. On the way, den habe ich eingestellt. Der fährt darüber. 2 Minuten Gleis 2. Und Route 1. Ja. Route Gleis 1. Kann das stimmen? Achso, ja, ist ER. Bitteschön. Westgleis 3, wie kommst du? Ah, 3A, das ist das erste Gleis dran, ne? Weil du wieder retour fährst, also einmal wenden. Hä, wie fährst denn du? Der hat den einmal so runter. Okay. Sorry, war nicht meine Absicht. 12 Minuten, 6 Minuten, der ist am Abfahren, 23 Minuten, 14 Minuten. Ja, vorspulen. Kasseler Bahn, RFD 1. Bitteschön. Ah, auch einer, der wieder zurückfährt. Ost 10A. Gleis 5. Haben wir eingestellt. Du bitte wenden, wenn du ankommst. Also bis jetzt ist es eigentlich recht ruhig. Ich meine, klar, ich habe Blödsinn gemacht mit den 2 Zügen, die ich da falsch geschickt habe, aber ansonsten grundsätzlich überschaubar, so vom Management her. Westseite. Gleis 5. Und dann bitte einmal wenden, wenn du ankommst. Muss das gleiche wie der andere. Südele, der fährt nach Peißen. Wo war denn das? Ach, da hinten. Okay. Bitteschön. Hätten wir auch eingestellt. Okay. Neues, neues, neues. Sind alle am Wenden hier. Westseite 1 bis 7. Gleis 2. Wenden. Und nach Leipzig. Wie ist das? Ach da. Du kannst auch wenden. Leipzig, Gleis 2. Ah, 1. Entschuldigung. Auf der 1. Ostseite, Gleis 5. Mhm. Ost.
Achso, ja, doch, passt. Brustseite Gleis 5, 8 bis 13. Könnt ihr eh nicht weiter. Lass mich raten, du drehst um. Ja. Wenn denn. Oh. Habe ich wenden vergessen. Entschuldigung. Ah, einmal einer, der durchfährt. Digi, beliebig. Ah, okay. Kasseler Bahn. Beliebig. Ja, dann nehme ich mal Gleis 1. Und dann fährst du hier einfach mal so weiter. Ja, wobei. Du bist jetzt. Oh, holy shit. Zufahrt 8, 45, 45. Kasseler Bahn 1, ja. Er erwartet aber eigentlich den hier. Na. Güterzug fährt zuerst. Wenn ich halt sonst nichts blockiere damit. Ja, können wir da vorspulen hier. Oder auch nicht. Ostseite Gleis 3. Ah, 8 bis 13, das andere 3. Das wäre irgendwie viel praktischer, wenn man da hier sagen könnte, das ist irgendwie 3a oder 3b. Das wäre so viel einfacher. Aber ist in Railwood nicht anders umsetzbar, soweit ich weiß. Ja, der hat ein paar Tonnen hier da hinten dran. Okay. Ostseite Gleis 2. Ja, das bekommst du. Warum Gleis 2 und warum nicht Gleis 1? Also vor allem, wenn der nach Leipzig weiterfährt. Wäre doch irgendwie Gleis 1 logischer. Warum Gleis 2? Naja, ich habe den Fahrplan nicht gemacht. Wird schon eine Logik dahinter sein. Alles klar, du fährst nach Trutham. Das ist da ganz oben. Du fährst einmal so, so und so. Sonst noch einer, um den ich kümmern muss? Nö, das erste nicht. An ICE. Komm mal rein. Ostseite, Gleis 1. Was, wirklich? Deswegen Gleis 2. Okay. Interessant. Warte mal, da wird der ECE vermutlich zuerst fahren. Der hat Abfahrt 52. 55, ja. ECE fährt zuerst. Auch vermutlich nein, der fährt Thüringer Bahn. Ah. Okay, nachdem er da. Ja, okay. Ja, jetzt verstehe ich die Logik, warum Gleis 2. Magdeburger Gruppe, Westseite, Gleis 7. Kannst du bekommen, sei schnell, weil da muss dann gleich mal der ICE da durch. Dann würde ich dir schon mal sagen, vorprogrammieren für da. Nein! Nein!
Bravura. der hätte nicht da oben drüber fahren sollen, sondern drunter. Aber er wäre doch jetzt schon am Ziel. Magst du... Ach, so ein Scheiß. Und das kümmert mich gleich. Fuck, und der ICE fährt da jetzt natürlich da einmal durch, den kann ich... Der blockiert mir das jetzt voll. Scheiße, Dreck. Scheiße. Ich muss zumindest den ICE abwarten. Und den da, damit ich den einmal da kurz... Ach nee. Komm, du mal wenden. War zumindest mein Lean-Abschnitt. Da kann ich dich ein bisschen umfahren. Scheiße. Ah, ich dachte, ich kann den da locker flockig durchschicken. Ah, den habe ich ja. Falsche Richtung. So ein Sheet. So, Leipzig Gleis 2. Ausfahrt steht. Ah, so ein Kack. So ein Kack. Bitterfeld. Wo war das nochmal? Das ist da unten. Bitteschön. Ah, der fährt noch. Biskau, Sidley. Alter, wie schnell fährst du? Quertz 30. Ah, no. Ah. Fahrplan lesen, ne? Westseite, Gleis 6. Westseite Gleis 6. Bist du zuerst, bevor der ICE da durchknallt? Ja, okay. Also wenn ich hier 100% machen möchte, dann darf ich hier nochmal neu anfangen. Ja, also, wenn ihr selber die Karte spielt, dann achtet sehr drauf, auf welcher Seite die Züge durchfahren müssen. Nicht, dass ihr das gleiche macht wie ich. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber schade, dass er jetzt nicht einfach hätte rausfahren können. Ich meine, da oben wäre es einfach viel der geilere Weg gewesen für ihn, als wie da unten drüber. Aber der Fahrplan sagt, nein, unten. West 3A5. So ein Shit. Ja, okay. Leute, ich würde sagen, an der Stelle lassen wir es erstmal mit Halle. Das muss ich nochmal neu machen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wie gesagt, ihr könnt es im Workshop runterladen. Den Link werde ich in die Videobeschreibung reintun. Und dann könnt ihr hier 4 Stunden Spaß haben. Ihr habt jetzt, zumindest jetzt am Anfang, sehr große Standzeiten. Also da werdet ihr ein bisschen mit der Zeit spielen müssen. Außer ihr sagt, ihr macht das natürlich nach Echtzeit. Dann ist es natürlich ein bisschen ruhig hier am Bahnhof. Mal schauen, was wir als nächstes machen. Bis dahin, ich wünsche euch weiterhin eine gute Fahrt und passt auf die Gütezüge auf. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.